Damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Princess Peach Showtime. Weiter geht's zum Bosskampf. Gut, und jetzt öffnen wir die Tür mit Funkelkraft. Gibst du mir einige der Funkelkristalle, die du gesammelt hast? Ich noch nicht, will ich das? Bin mir unschlüssig. Ah, gut. Let's go. Let's go to the hat, oh baby. So, so. Wenn das nicht die kleinen Mäuslein sind, die die ganze Zeit durch mein Theater huschen. Also, was haltet ihr von meinen Werken? Gefällt euch meine höchst fesselnde Vorstellung? Ha, hebt euch die Antwort für später auf. Ein kleines Vöglein verriet mir, dass ihr beide hier für etwas Unfrieden gesorgt habt. Ihr habt sogar gewagt, einen Funkeli zu befreien, den ich unter größten Mühen eingesperrt hatte. Eure Anstrengungen sind entzückend. Doch einen jämmerlichen Funkeli zu befreien, ändert noch gar nichts. Viper, bitte unterhalte unsere ungebetenen Gäste, ja? Ich würde gerne sehen, ob sie ein Fünkchen Talent haben. Suchscheinviper. Ah ja, okay. Okay, wir müssen jetzt also hier lang. Schnell hier durch, weil... Also, das ist mal ein interessanter Bosskampf. Yay! Das ist ja ein einfacher Bosskampf. Der ist ja simpel. Darf man sich jetzt erst das Herz einsammeln? Achso, für die nächste Etage. Muss hier also ganz vorsichtig sein, wobei eigentlich, naja, vorsichtig sei mal dahingestellt. Das ist eigentlich der einfachste Bosskampf von allen. Gut, ist ja auch erst der zweite Bosskampf, aber trotzdem. So. Das ist einfach nur Hide and Seek. Nicht angenehm. Gegen das Mikrofon gekommen. Ja, und schon bin ich vorbei. Hättest du nicht mit gerechnet, ne?
Tada, und weg bin ich. Oh, jetzt muss ich genau überlegen, wie ich das mache. Wankt der immer da zwischen hin und her? Wow. Das war knapp. Dashing! The Button. War das jetzt ernsthaft der Bosskampf? So simpel? So einfach? Das war der einfachste Bosskampf, den ich je hatte. Aber gut, vielleicht hatte ich auch nur Glück. Hatten wir ja auch schon in Mario Breath of Wonder, wo es ein Level gab, wo ich dachte, so voll easy. Wo ich dann 10.000 Kommentare drunter habe. Das ist nicht einfach, das ist voll schwer. Rap ist also verantwortlich für das Chaos in unserem schönen Theater. Ihrer Bande von Fieslingen ruiniert sie unsere Vorstellung. Was für eine bodenlose Gemeinheit. Wir können nicht zulassen, dass sie weiter ihr Unwesen treiben. Schnell, wir müssen auch die anderen Stücke retten. Wie viele Etagen hat denn dieses Theater? Besonders die ganzen Seele, die es da gibt. Wir hatten ja nur nicht alle Verwandlungen. Zweite OG. Cowboy. Kung Fu. Köchin. Ah, machen wir die Köchin zuerst, oder? Ach nee, wir gehen immer links zuerst. Kommt. Sehr unfair. Cowgirl in the Dämmerung. Showtime. Also immer zwei Verwandlungen plus den Funkli. Ich weiß gar nicht, wie viele Verwandlungen es gibt. 50, 60? Das wäre ein bisschen heftig, ne? Das Schlimme sind halt hier diese Levelübergänge, wo dann wirklich Content-Strecker sind, so gesehen. Gut ist, dass wir gleich als Cowboy loslegen. Richtig geraten. Ich dachte mir nur so, hä? Die 2 plus der Schatten, das sah ein bisschen merkwürdig aus. Was ist los? Hi-ha! Unsere Häuser, unsere Stadt ist völlig zerstört. Alles ist verloren. Es will dir wohl helfen. Alle zählen auf dich, Cowgirl. Peach. Ich glaube, ich habe definitiv was vergessen. Nein, das ist der erste. Alter, hier kann man ja definitiv irgendwas verpassen. Nummer 2. Yes, ist ja nichts verpasst. Da vorne ist eine Rampe. Spring von dort, wie auch immer. Okay. Hinten kann ich nicht. Wow.
Okay, ich bin weg. Ernsthaft? Wow. Ich sollte mich beeilen. Nummer 3. Wir müssen noch etwas tun können. Oh, du kommst uns zur Hilfe. Wir werden in die nächste Stadt rasen. Du musst den Zug stoppen, schnell. Okay. Wow. Hier kommst du nicht vorbei. Ach Mann, ich bin so doof. Okay. Nein. 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 Autsch. Das ist kein Tod. Ich hab, Na, ich bin so doof. Es ist nur ein Reset. Oder ist das ein Tod gewesen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Müsste ich gleich gucken, wegen meinem Herzen. Ist ja gleich. Nee. Meine Herzen sind noch da. Also ich habe noch genauso viele Herzen wie vorher. Ich habe eins übersehen. Nein, wenn ich runterspringe, bin ich tot, ne? Das ist ein richtiges Game Over. Ich würde den Zähler nochmal zurücksetzen. Danke, du hast uns gerettet. Also ich würde das jetzt als Game Over zählen. Ah, dass man es aber auch nie überspringen kann. Ignorieren wir mal. Wie auch immer der Zug so fahren kann, dass er mal so und mal so ist. Okay, hier gibt es nur ein Leben. Weiß nicht, wann man aufgeben muss. Tja, wenn das so ist. Die ist uns gefolgt, brave Stute. Die Stadt ist reif für den Abriss. Nicht mit Cowboy Peach.
Ach komm. Jetzt habe ich den Bus verstanden. Ah, verdammt. Bumm. Yay. Reiß ich dich mit ins Verderben. Kannst du knicken. Ui. 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 Tja. Vorbei. Ich die Wagemutige. Alles erwischt. Zum Glück konnte man sich umbringen. Oder es resetten. Well, sharks. Thank you. Geht schon. Also unsere Leben sind unsere Münzen. Durch 10. Das heißt also 293 Leben habe ich. Ist aber jetzt die Frage, also das, gut, schlussendlich entscheidet das der Dorian, wie er das sieht, aber ob ein Reset wirklich ein Lebensverlust ist. Oder ob er einfach komplett die Leben zählt. Ich müsste jetzt mal nochmal von vorne anfangen, was das Zählen angeht, aber... Aber jetzt dürfen wir in den Keller, ne? Weil jetzt ja das Funkeli rein theoretisch frei wäre. Muss ich aber auch sagen, warum haben sie nicht gleich die Möglichkeit gemacht, dass man hier in den Keller gehen kann? Ich muss hier jede Etage selber runter. Statt dass es hier einen Fahrstuhl gibt. Oh, du möchtest in den Keller? Bitteschön, hier geht's in den Keller. Außer das Funkeli ist noch nicht frei. Aber ich gehe eigentlich mal davon aus, dass genau jetzt das ist. Nämlich frei. Und man kann es dann befreien. Hatten wir ja bei dem anderen auch. Außer man muss, wie gesagt, 3 Stück befreien. Ja. Ausnahmsweise. Ah, da oben. Ja. Falsch gelaufen. Einmal im Kreis, bitte. Ab geht's zur Bühne. Wenn wir so ein Funkeli befreien... In der Folge mit einem Boss, das sind da 3 Level auf einmal. Das ist doch eigentlich mega. Wo ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht habe, wie schaffen wir das denn am besten? Aber so ist das doch, ich würde sagen, eine ordentliche Nummer. Oder eine ordentliche Show. Woo-wee! Woo-wee! Was ist hier denn los? Warum ist hier... Ist sie so aufgeregt? Oh-oh. Oh, so sollte es nicht enden. Oh nein, wir müssen den Funkeli retten. Wieder mit dem Zug. Ernsthaft? Okay. Ich hab richtig schön viele Funkelsterne. Oh. Das ist doch. Ja, Hufgeklapper. Oh. Lass mich gerade voll erwischen. Danke für das 4. Herz wieder. Hier, hier. Au, der Zug, er beschleunigt. Schnell.
Und damit haben wir den Funkeli befreit. Danke. Ich dachte, ich wäre erledigt. Na dann, nichts wie weg hier. Wenn wir zurück sind, gebe ich eine Milch aus. Was ist das? Hier kommen wir wohl nicht weiter. Ah ne, ich lasse das mit dem Denglisch, ne? Wir brauchen einen Plan. Sag mal, wo ist denn dein Pferd hin? Mit einer Kutsche? Die Stute brennt es wohl unter der Hufe, hä? Ich nehme die Zügel. Spring du hinten auf. Nein, 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 nein. Okay, ich habe was übersehen. Ah, wir machen weiter, komm. Ja, ich habe es übersehen. Ich habe es genau gesehen, was ich übersehen habe. Ja, da war das Programm ganz kurz abgestürzt. Für die Facecam. So, weiter. Das nehmen wir mal mit. Aber wir kommen da nicht. Ah. Ich bin runtergefallen. Verdammt. Ach, von einer Seite komme ich ran. Da ist die Schleife. Oh, neuer Zug. Danke. Autsch. Ja. Neuer Zug, neuer Wagen. Okay, wo kommt der nächste? Krass, wo der alles langfährt. Bing. Wir haben es geschafft. Ja, aber, schnell zum Ausgang. Hoppla. Keine Zeit. Passt. Okay, wir hätten den Zug besiegen müssen. Bevor er runterfällt. Ach ja. Round 2. Thank you. Ach man. Es lief so gut. Und dann sowas. Aber gut, das Level ist relativ schnell und kurz. Insofern kann man das eben mal machen. Eben mal. Du hast das Publikum echt umgehauen. Ich muss nochmal rein. Führt kein Weg dran vorbei. Nur diesmal muss ich die Augen aufhalten. Es ist aber auch manchmal echt gut versteckt, muss ich sagen. Weil es sind meistens diese Posen-Sachen, die ich dann übersehe. Gut, jetzt gerade den Zugkampf, den habe ich wirklich verbockt, aber
Ja, wissen wir. Hier kann ich ja jetzt noch nichts wirklich machen. Warum immer wieder? Immer wieder. Ich verstehe die Katze nicht. Ja. So, wieder 5 Herzen, wunderbar. Der Zug wäre beschleunigt. Dann beschleunigen wir wieder. Dann haben wir ihn raus. Und der Zug ist vorbei. Sind wir weg hier? Ja, ja. Dann gibt eine Milch aus, ganz wichtig. Die habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Und da hinten ist es. Man sieht es jetzt über die Scheinwerfer, aber halt erst im Nachgang. Wir brauchen einen Plan. Wenn ich mal aufhören würde, das ganze Zeit den Lasso zu schwingen. Deiner Stute brennt es wohl unter den Hufen. Aber sowas von. So. Komm. Ja, das habe ich nämlich übersehen. Und dann fehlt jetzt nur noch der Bosskampf. Ach, jetzt ernsthaft? Millimeter daneben? Hätte ich jetzt nicht. Oh, okay. So, dann springen wir mal auf. Toll ist, ich muss ja nur dahin gehen. Dann war es das. Aber hey, krieg's halt nicht hin, ne? So einfach, ne? Hagenbruch, schnell hierher! Ja, doch schon. Wir müssen springen, ja, ja. So. Hol ich mir hier nochmal die Münzen. Also kriegt ihr jetzt einmal die 100%. Troplay ist wieder dumm. Troplay ist wieder dumm. Und wieder dieser Zug, ja. So. Das ist echt das kleinste Übel. War einfach nur. Bin mir. Ja. Zu schnell reagiert. Oder zu schnell geworfen. Komm. Hoppla. Nein. Na, ich muss, glaube ich, insgesamt einen Bruch verhindern, ne?
Okay, das finde ich jetzt dann noch für euch heraus. Das werde ich euch dann aber jetzt dann doch reinschneiden, weil alles vorher macht ja jetzt keinen Sinn mehr. Thank you. Ich glaube, es muss ein perfekter Wagen sein. So, da sind wir wieder zurück beim Zug. Jetzt versuche ich den hier aufzuhalten. War genau so, dass er nicht an mich rankommt. Und wir alle drei Waggons haben. Wunderbar. Ich habe jetzt die Pose nicht gemacht. Das heißt also, der Stern fehlt mir jetzt rein theoretisch. Aber der war ja schon vorher gemacht. Deswegen, sag ich mal, Level abgeschlossen. Und ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.